Was geht YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu meinem allerersten 2020 Video. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes, neues, gesundes, frohes Jahr. Ich dachte mir, wir fangen direkt mit einem What I Eat in a Day an. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der ersten Mahlzeit. Wir sind erst vorgestern wieder in Berlin angekommen und haben uns, es war Samstagnacht quasi, haben uns im Bahnhofsrewe, der echt noch auf hatte, um 12:30 oder so, 12? Kurz vor 12. Auf jeden Fall, coole Sache. Brötchen geholt, die nicht im Kühlschrank sind, sondern im Kühlschrank. Und deswegen machen wir jetzt ein Brunch. Ich vermute, den Trick kennen die meisten schon, aber Brötchen oben anzufeuchten ist immer ganz gut, damit die krosser werden. Und guck mal, wer wieder da ist. Wir haben den kleinen Milo geholt. Hallo. Gestern. Ne? Hallo. Hallo. Oh, ist so schön, dich wieder zu haben, mein Baby. Ne? Und er trägt die Krause nicht mehr, wie ihr seht. Ist alles gut verheilt. Okay. Ne, Bobo? Die Haare wachsen jetzt nach. Oh, Baby. Espresso Decaf für mich. Und zwar mache ich jetzt wieder Anfang des Jahres eine Art Koffeinentzug, aber nicht so wie letztes Jahr. Das Video könnt ihr euch aber gerne anschauen, da habe ich einen Monat lang komplett auf Koffein verzichtet und es war nicht so spaßig. Also es war echt ultra hart, ich hatte Kopfschmerzen bis zum geht nicht mehr, war sogar beim Arzt wegen meinen Ohren, was auch darauf zurückzuführen war, also sehr dramatisch. So mache ich das nicht mehr, sondern ich verzichte Stück für Stück immer auf etwas mehr Koffein und momentan mache ich das so, dass ich schon an dem Punkt angelangt bin, dass ich morgens früh keinen Kaffee mehr trinke und stattdessen Tee trinke und erst mittags oder so dann einen Kaffee trinke und versuche es bei maximal 2 Kaffee zu belassen. Ich hatte jetzt heute einen und jetzt denke ich, reicht mir Decaf noch, vielleicht nachher noch einen Tee, aber keinen weiteren Kaffee. Und falls ihr euch fragt, warum es schon wieder so dunkel ist, ich esse oder fange sehr, sehr spät an zu essen. Und ich freue mich einfach nur darauf, dass die Tage bald wieder länger werden und ich mehr Helligkeit habe. Wie seht ihr das so? Also ich finde, man merkt den Unterschied schon super, super krass von es wird um gefühlt 12 Uhr wieder dunkel. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall länger hell. Als Zwischenmahlzeit gibt es für mich jetzt einen klassischen Proteinshake und ein paar Nüsse. Wir gehen gleich nämlich einkaufen, denn wir machen was sehr, sehr Cooles für den Abend. Falls ihr meine coole neue Waage noch nicht kennt, das ist sie. Und sie ist sehr cool, weil sie keine Batterien braucht, keinen Akku hat, sondern einfach nur durch hier die Energie durchs Rädchen bekommt, das man dann dreht. Das hier ist jetzt die Geschmacksrichtung Vanille. Sehr, sehr lecker. Normalerweise habe ich meistens Cookies and Cream oder Hazelnut, aber jetzt habe ich irgendwie Bock auf Vanille.
Wir wollen in diesem Jahr wieder mehr ayurvedisch kochen. Und vielleicht wisst ihr das, ich war ja schon zweimal auf einer Summer School und in der vorletzten, auf der ich war, wurde ayurvedisch gekocht von einem ayurvedischen Koch. Und das war so lecker, er hat auch Kochbücher und wir machen jetzt ein Rezept aus einem seiner Bücher, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt machen wir eine Gewürzpaste und danach machen wir einen Linsenmus. Leute, ich würde euch empfehlen, relativ viel mit Jodsalz zu machen. Auch wenn Himalaya-Salz oder auch Meersalz besser schmecken, weil das einfach eine gute Möglichkeit ist, euren Jodbedarf zu decken. Aubergine und Zucchini angebraten, ein bisschen Brötchen noch. Dann haben wir Soße gemacht. Es ist aus Versehen viel zu viel geworden, weil ich viel zu viel Rohrkernmehl genommen habe. Also Leute, wenn ihr Soßen binden wollt, reicht wirklich wenig. Dann haben wir hier Linsen und Kartoffeln und das schichten wir jetzt alles. Aber die Soße brauchen wir jetzt über die Tage auf jeden Fall auf. Ich meine Bohnen, denn wir hatten keine Linsen mehr. Das sind Uri-Bohnen. Ja? Ja. Was soll ich sagen? Meisterwerk. Meisterwerk. Nein, ich wollte nur sagen, dass wir fertig sind. Und es hat genau perfekt gepasst. Linsen sind ja alle, Soße ist nicht mehr so viel da. Hey, ja, Zucchini, Leute, und so weiter. Voll. Voll? Voll. Wir haben viel zu viel Soße genommen, wahrscheinlich einfach. Schauen wir mal. Ist auch randvoll. Schauen wir mal. Und jetzt mit dem Dr. Oetgan schon in den Ofen, würde ich sagen. Sieht schon gut aus. Das sieht schon echt aus wie ein Moussaka auch. Letztes Mal haben wir das mit Gnocchi gemacht, das war auch ultra geil. Während das Ganze jetzt im Ofen ist, mache ich noch eine Runde Yoga und dann freue ich mich sehr auf dieses Abendessen. Keine Ahnung, wie sehr ich mich jetzt auf dieses Essen freue. So,
Nick, soll ich dir auch schon drauf machen? Zeig mal kurz, was du hier hast alles. Ja, ich habe hier, genau, wir haben ja das Linsenmoussaka gemacht. Dazu haben wir jetzt noch Räuchertofu mit Knoblauch und ein paar Knoblauchnudeln, die wir noch übrig hatten. Und Salat. Taste-Test, Leute. Taste-Test. Oder nicht, ich mach's mit Gabel. Heiß. Aber nice. Mhm. Richtig geil. Lange überlegt. Ich würde noch nachsalzen. Und ich fand die Soße letztes Mal ein bisschen besser, als nicht so viel Guacamole drin war. Aber es schmeckt trotzdem richtig geil. So, Milo und ich verabschieden uns jetzt. Na, Milo? Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer. Milo, nein, wir müssen zu Ende machen. Freuen wir uns, wenn ihr liked, kommentiert und teilt und gerne abonniert, wenn ihr neu hier seid. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bye bye.